Ich wollte auch mal versuchen, ob ich die Feuerprobe bestehe. Aber das ist jetzt Zeitverschwendung. Dich kann niemand mehr toppen. Hallo Welt, ja, das höre ich doch gerne ganz am Anfang. Da sind wir wieder und wir gehen hier rein und in Corkys Café und werden nochmal mit Keith, Dawkins und Lauren sprechen. Ganz kurz nochmal wollen wir hier nachsehen, ob wir hier vielleicht den Radiosender finden, damit wir mal mit dem Radiosprecher ein paar Worte sprechen können. Es sieht... Ganz kurz, wer auch immer den fremden Händler aufgeschlitzt und vor dem Tor aufgespießt hat. Beeindruckende Arbeit, aber nicht so gut fürs Geschäft. Mach das nächste Mal zu Hause, okay? Wir dürfen den anderen Banden nichts tun. Es ist aber nicht verboten, sie dazu zu bringen, sich was zu tun. Wir dürfen den anderen Banden nichts tun. Es ist aber nicht verboten, sie dazu zu bringen, sich was zu tun. Wenn man einen Park leitet, kriegt man schnell Durst. Keine Sorge, Schätzchen, ich helfe gern. Dann lass mal sehen, was du so hast. Klar doch. Ja, ich denke mal, wenn wir diesen Radiosprecher, wenn wir den finden, dann werden wir, es hört ja gar nichts, Eichhörnchenbissen nehmen wir mal. Dann schätze ich, wird er auch noch irgendwas für uns haben. Lauren, Flammer. Hast du den Flaschenroboter gesehen? Der Zoo macht viel Arbeit. Jeder trägt seinen Teil bei. Comes up to my table, tells me he can drink me under the table. I'm like, the hell you can, try me. So everybody. Also Kampfmesser, wer Kampfmesser sucht, hier gibt's welche. Die Raider erzählen andauernd von Blutwürmern. Hoffentlich finde ich nie heraus, was das ist. Ich wollte auch mal versuchen, ob ich die Feuerprobe bestehe. Was? Wo werft ihr die Kronkorken alle hin? Oh, cooler Hocker. Es ist total langweilig, seit Misha und die Teams gespielt hat. Ja, hier war doch noch Lauren Plummer, aber hier war doch auch noch Keith Dawkins, aber die ist vielleicht nur so hier reingekommen. Nur hier reingekommen, um ja, sich einen Drink zu genehmigen oder so etwas. Ich glaube, man stumpft mit der Zeit auch ab, wenn man das ganze Ekelzeug hier sieht. Du musst Max, William und Lizzie nur zuhören, dann weißt du, dass die nicht hier reingeboren wurden. Trotzdem sind sie wie geschaffen dafür. Overboss, machst du wieder Ärger? Gut, Lorreen hat hier das Sagen. Also, ich meine, sie betreibt die Bar. Das Sagen hast natürlich du. Hi. Oh, wen haben wir denn da? Immer schön, den Boss zu sehen. Ach, dann hat er nicht viel zu sagen, okay. Die Unternehmer zu verstehen ist gar nicht schwer. Wir wissen, wie man lebt. Bei den anderen Banden steht eher das Sterben im Vordergrund. Ja, scheinbar gibt es hier keine Radiostation oder sie ist unterirdisch. Kann ja auch sein, dass in irgendeinem Kellerloch jemand sitzt, der den ganzen Tag da die neuen Nachrichten verbreitet. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Dudel und Jünger. Alles verkleidete Amateure. Dass hier gar nichts los ist mit diesen Radiostationen. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir können es doch kaum erwarten, uns mal dieses Na klar haben wir Knarren, Gebäude anzusehen. Es macht erst Spaß, wenn man Gipsen hat. Misha hat ja Die sind aber auch alle sehr redselig hier, muss ich sagen. Sind die in Far Harbor, waren die da auch so redselig? Aschblüte hatten wir ja in der letzten Folge noch gefunden. Moment, haben wir nicht auch Munition noch eingesammelt vielleicht? Könnte sein. Ja, okay, das soll reichen, was wir jetzt haben. Auch an Munition, denke ich mal, da kommen wir mit hin. Wir haben ja noch eine Regel. Unseren Wächter des Aufsehers dabei. Oh. Ja, das ist ja ziemlich... Es ist total langweilig, seit Misha uns in Teams gesteckt hat. Ich hab's nicht so mit anderen.
Das ist ja ziemlich früh noch für ein mystisches, mysteriöses Haus. Ich überlege, ob wir nicht die Brille wieder aufsetzen sollen, wenigstens für die Wahrnehmung. Ein Punkt Wahrnehmung mehr, naja, das ist besser als gar nichts. Na gut. Hier gibt es Maschinen, die Kinder mit Nuka-Cola eingesprüht haben. Was hatten diese Leute für... Warum haben wir eigentlich keinen Marker zu diesem mystischen Haus? Und warum gehen wir hier links rum ausgerechnet? Wir sind schon oft in diese Richtung gelaufen. Warum eigentlich? Als ob man diese Richtung hier magisch anziehen würde. Moment, bei Daten waren wir schon richtig. Daten, sonstiges und auf Karte nochmal anzeigen lassen. Ja, hier ist das Grandchester Mystery Anwesen. Das ist ein weiter Weg dorthin. Hier haben wir wohl noch so etwas wie eine Straße. Hier ist eine Art Hauptstraße. Naja, dann müssen wir hier eben irgendwie am Hubologen. Naja, wir werden hier bis zu dieser Hauptstraße erstmal hier schön an der Außenseite von Nukatown, USA, vorbei. Ja, okay, ich kann es irgendwo verstehen. Ich glaube, man kennt diese Gegend aus dem Trailer. Vielleicht lockt uns das an, dass wir sagen, das kommt uns irgendwie vertraut vor oder so. Und irgendetwas wurde hier auch am Wetter gedreht. Dass wir immer so schönes Wetter hier haben, finde ich sehr gut. Boah, da vorne ist doch bestimmt schon das mystische Haus. Das sieht manchmal auf der Karte weiter entfernt aus, als es dann letztendlich ist. Hier ist doch friedlich. Hier könnte man doch auch schön... Oh, Wüste. New Vegas lässt grüßen. Mystisches Anwesen nochmal. Ach, noch lange nicht. Noch lange nicht. Grandchester Mystery Anwesen. Wir könnten ja einen Marker setzen, das könnten wir ja machen, aber wo bleibt dann der Spaß? Ich überlege nur, ob das so sicher ist, hier durch diese Wüste zu laufen. Ich meine, man sieht jetzt von hier aus, da bewegt sich nichts, aber Red Skorpione, Blutwürmer, und das sind ziemlich viele gewesen. Wir hatten immer Curie dabei. Und die hat dann so die Ablenkung auf sich gezogen. Wir sollten vielleicht mal was essen und trinken. Ja, da habe ich doch gerade schon was gehört irgendwie. Klapperschlangen vielleicht. Ach, wie schön hier. So ein Feld. Oh, hier könnte man aber auch schön bauen. Das ist alles so schön eben hier. Mystischer Baum. Mais? Moment, das ist kein wilder Mais? Oh, das ist richtiger Mais. Na, hier ist doch schon eine Westernstadt oder so etwas. Ah ja, da ist das Anwesen, dieses Hubologenlager irgendwie. Aschblüten, Aschblüten. Können wir auch mal so langsam drauf achten, jetzt wo wir wissen, wie sie aussehen. Moment. Ich denke gerade so, wie schön, so Grillen zirpen. Aber so schön ist das ja gar nicht. Aber es werden ja nicht überall hier Höhlengrillen sein. Die brauchen ja ihre Höhlen. Und bis jetzt habe ich noch keine Höhle gesehen. Ist das da vorne vielleicht das mystische Anwesen? Das Lanchester mystische Anwesen. Gleich habe ich's. Einmal noch gucken. Grandchester, Mystery Anwesen, Grandchester. Wie soll man sich das denn merken? Gibt es da nicht irgendeinen Whisky, der so heißt? Ein Panzer steht da hinten. Naja, so weit brauchen wir nicht. Nein, wir wollten auf die Karte gucken, wo das ist. Ob wir in die richtige Richtung. Genau drauf zu würden wir jetzt laufen, wenn wir in diese Richtung laufen. Dann ist das da vorne.
Damit wir nicht nochmal notfalls, falls irgendwas passiert, es kann ja passieren, dass wir in irgendeine Bärenfalle fallen oder treten und dann sind wir da auf einmal. Dann brauchen wir nicht so weit zu laufen, dann brauchen wir nur von hier aus zu starten demnächst. Wir können auch schnell rennen sogar. Tja, aber wo ist dann der Spaß? Wir müssen uns doch... Ah, es gibt hier Blutblatt, siehst du wohl. Ich sag doch mal... Kann sich doch ein bisschen hier umgucken mal. Da haben wir schon Blutblatt gefunden zum Beispiel. Ja, ich glaube, die werden wir erstmal aus der Ferne irgendwie erwischen. Ah. Vampirblutkäfer, okay, die sind fies. Das ist nicht ganz so fies hier, das Viech. Aber rankommen sollten wir auch erstmal. Die kann fliegen, das können wir nicht, das ist fies. Und unter Wasser trifft sie uns auch? Nein, oder? Wie sehen wir denn aus? Was war das denn für ein komisches Wasser? Hör auf damit! Wir müssen sie weglocken. Sie verschießt wieder ihre Maden. Auf dem Wasser. Die ist gar nicht so dumm. Das haben wir sonst gemacht. Da, die Maden krabbeln und sind... Wo ist die Animation? Es gab doch sonst immer eine Animation dazu. Da oben an der Stirn haben wir eine Made, die ist uns reingekrabbelt ins Gehirn. Jetzt haben wir Gehirnmaden. Da wächst uns eines Tages, wird uns eine Blähfliege daraus wachsen. Ja, finden wir denn die Knochen, die... Wie heißen sie? Die Kronkorken unter Wasser hier? Ich weiß noch ganz genau, wo das war. Oh, Moment, da ist noch so ein Blutkäferding. Mit Spatzen auf Kanonen schießen, das habe ich doch gerne. Und die Kronen. Die Kronkorken. Ich weiß ganz genau, wo das war. Ich weiß ganz genau, wo das war. Wir waren nämlich hier. Und ich weiß nicht mehr, wo das war. Aber sonst hätte ich noch gewusst, wo das war. Oh. Ja, wir können ja hier nicht tauchen, oder? So ein bisschen. Das ist hier unter Wasser, ist es irgendwo. Ach, ich wusste, das war nicht die beste Idee, diesen Skill, diesen Rang des Skills nochmal zu nehmen. Na, überhaupt so, wir haben das Grandchester, jetzt habe ich es aber. Grandchester. Ah, Infektion durch Blähfliegen. Wahrscheinlich Maden von Blähfliegen. Grandchester Mystery Anwesen. Jetzt haben wir es. Seht ihr, liebe Welt da draußen? Man muss sich das nur mal merken. Und dann behält man das auch mal. Todeskralle, naja. Die ist weit weg. Meierlurk. Ist auch weit weg, okay. Moment, Infektion breitet sich aus und Durst haben wir außerdem. Da können wir doch was tun gegen die Infektion. So, fehlendes Wasser. So, und wie sieht es jetzt aus mit unserer Gesundheit? Wunderbar, alles ist gut. Ein bisschen verstrahlt sind wir noch, aber so ein bisschen Strahlung, naja. Grandchester Mystery Anwesen entdeckt. Ja, wunderbar, das war jetzt einfach, das stand ja da. Ich habe aber nicht gelesen. Nein, habe ich ehrlich nicht. Ich war viel zu aufgeregt. Hier bin ich schon wieder. Was Neues schon wieder entdeckt. Hallo. Und erleben Sie die Schrecken des Grandchester Mystery Anwesens. Die Tickets bitte. Okay, was ist das für ein Ort, können wir fragen. Mitarbeiterrabatt können wir verlangen und keine, ich habe kein Ticket. Ein Ticket kaufen können wir auch. Was ist das für ein Ort, wollen wir erstmal wissen. Wo bin ich hier? Willkommen im Grandchester Mystery Anwesen.
Hier erfahren Sie alles über Lucy und wie sie ihre Eltern grausam ermordet hat. Sehen Sie, wo sie gefrühstückt hat. Sehen Sie das Bett, in dem sie schlief. Sehen Sie die Böden, über die sie gelaufen ist. All das für nur $65. Okay, und gibt es einen Mitarbeiterrabatt? Ich bin ein Mitarbeiter. Ich komme umsonst rein. Viel Spaß bei Ihrem Besuch im Grinchester Mystery Anwesen. Es ist verboten, die animatronischen Modelle zu treten oder zu besprühen. Das ist ein Geheimnis. Sehen Sie, wo sie ihre Bluttat begangen hat. Bewundern Sie die animatronischen Modelle. Sehen Sie die Küche, wo ihre Mutter voller Liebe die Mahlzeiten zubereitete. Sehen Sie die Blutspuren, die sich nicht entfernen lassen. Nicht geeignet für Kinder unter 5 Jahren. Oh. Beim Bau dieser Attraktion wurden keine Tiere verletzt. Grinchester Mystery Mansion Incorporated übernimmt keine Haftung für die gesundheitlichen Risiken dieser Attraktion. Darunter fallen unter anderem Herzinfarkt, Schlaganfall, Ohnmachtschnitte und Prellungen. Na gut. Und erleben Sie die Schrecken. Ja, die Schrecken. Ich weiß nicht, ob das so gruselig ist, wenn... So hat die kleine Lucy ihre Eltern auf so grausame Weise ermordet. Ich weiß echt nicht, ob es so gruselig ist, wenn da wir uns den Boden angucken, wo über den sie gelaufen ist und so weiter, was er da gesagt hat. Sehen Sie die Küche, wo ihre Mutter voller Liebe die Mahlzeit oder die Küche. Naja, wir gehen mal rein. Natürlich gehen wir rein. Oh, hier sind ja Tickets. Beim Bau dieser Attraktion wurden Danke für Ihren Besuch im Grinchester Mystery Anwesen. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen. Also, wer nicht reinkommt, weil er vielleicht noch nicht so sprachlich, noch nicht so hoch geskillt ist oder kein Charisma hat, weil er Hunger hat oder irgendetwas, hinter diesem Ticketkontrolleur liegen Tickets auf dem Boden, also. Ich sag ja nur, es wäre jetzt schade, wenn wir, ich hätte das auch gekauft, das wäre kein Problem, aber wir haben doch keine Dollar da. Wir haben eins, glaube ich, vergessen hier. Ja. Ja, ja. Wir müssen noch mal rausgehen, ganz schnell, bei dem Wetter. Die Geschichte des Grinchester Mystery Anwesens beginnt mit Morticia und Hannibal Grinchester. Moment, 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 Moment. Tut mir leid, liebe Welt, aber eins dürfen wir hier nicht vergessen. Bei dem schönen Wetter... Man kommt ja eigentlich hier rein. Sieht man das so ein bisschen von der Seite. Tada! Das ist doch mal ein schönes Thumbnail. Naja, es geht. So muss das mit der Grafik ausgerechnet jetzt so sein. Das ist vom Licht jetzt irgendwie. Ja, okay, das reicht, denke ich. Da werden wir schon ein schönes Thumbnail finden für. Ich bin so neugierig. Da drin läuft nämlich jemand rum. Oh, hoppla. Hoffentlich geht das alles nochmal an jetzt. Wir haben es wieder kaputt gemacht. Oh nein, wir haben es wirklich kaputt gemacht. Naja, wir gehen nach links. Da oben ist ein Kind. Uah, nein! Okay. Ich verstehe. Sowas macht ihr hier. Also damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet hier in dieser Ecke. Aber sie steht nur da rum. Sie ist doch gerade da in den Raum gegangen. Das ist gruselig. Wir gucken uns normalerweise immer erst unten um. Also Etage für Etage, aber... Na, jetzt wollen wir es ja wissen. Was machst denn du hier, Mädchen? Hey, Kumpel. Bist du ein Geist? Also gut. Ich hab den Schlüssel nicht. Wir haben ein Rätsel. Liebe Welt, das wird ja immer besser hier. Aber das mit den Minen war schon mal jetzt nicht so witzig, finde ich. Wir werden hier gar nicht viel plündern erstmal. Ich finde, wir sollten
die ganze Stimmung erstmal auf uns wirken lassen. Ein Keller. Ein gruseliger Keller. Was ist an Kellern gruselig? Oh, eine Fake-Tür. Ja, das ist gut. Das Kind hat sich hier eine Sesselburg gebaut. Nein, der Sessel ist einfach nur zusammengekratzt. Zusammengebrochen, meine ich. Als Kind war Lucy sehr schwierig. Nicht zuletzt, weil ihre Eltern schon älter waren. In diesem Raum las ja ihre Mutter Geschichten von Shirley und King vor. Und sie erzählte ihr von den Borgias. Da Lucy keine wirklichen Freunde hatte, fing sie kleine Tiere, um mit ihnen zu spielen. Ihre Häute wurden später unter den Möbeln gefunden, von Lucy dort festgenagelt. Oh. Gästen ist es nicht gestattet, Gegenstände als Souvenirs mitzunehmen. Bitte treten Sie ins nächste Zimmer. Ja, aber ich habe gerade so eine provisorische Bombe hier gefunden. Findet ihr das cool? Ach, guck mal an, hier die Waage. So kann man das ja gar nicht genießen. Morticia war schon bald überzeugt davon, dass ihre Tochter besessen sein musste. Hannibal war sich sicher, dass er ihr das Böse aus dem Leib prügeln könne. Morticia klagte jeden Morgen über geisterhafte Kälte, die sie in diesem Gang überkam. Auf Anraten überredete sie Hannibal, Handschuhe einzubauen. Ich habe ihn nicht besprüht. Wir übernehmen keine Haftung für Verletzungen, die beim Versuch entstehen, in einen der Kamine zu klettern. Bitte treten Sie ins nächste Zimmer. Wie bitte? Sind die Flammen nicht ein bisschen gefährlich vielleicht? Ach, hier haben doch bestimmt schon andere wieder gewütet. Das ist gar nicht mehr original alles. Die haben das umgebaut hier für irgendwas. Deckel des Stromkreisunterbrechers. Naja, aber den Strom wollen wir doch lieber anlassen hier. Ja, das hilft nichts. Wir können die gar nicht entschärfen, wie das hier aussieht. Wir haben die irgendwie aktiviert wohl. Wir wollen ins nächste Zimmer schon, wenn schon, denn schon. Durst haben wir. Ach so, wegen des Stimpaks sind wir wieder durstig. Ja, dann benutzen wir halt diesen Stromkreisunterbrecher hier. Abgemacht. Aber wir haben auch schon eine gefährliche Falle wieder gehört. Wehe, das schaltet hinter uns wieder jemand an. Können wir die Tür verriegeln hier? Irgendetwas davor stellen? Nein. Wir können die aber auch nicht entschärfen, die Dinger. Wo ist denn euer nächstes Gruselzimmer überhaupt? Ich mach gleich Licht an. Nein. Und mit Licht ist das nicht gruselig, oder? Wir sollen nicht in die Kamine steigen, klettern? Ich höre doch schon. Da hört man's rattern. Das ist ein Geschützturm. Impro-Gewehr. Aha. Wo ist der Auslöser? Hier unten. Da oben ist aber noch eine Falle. Nur eine provisorische Bombe, aber wie sollen wir da dran? Okay, so. Ja, das scheint mir aber doch, das scheint mir eher ein Scheinwerfer oder ein Geschützturm zu sein. Genau. Morticias Medium war sich sicher, dass Lucy zu retten war, wenn nur ihre bösen Geister ausgetrieben würden. Oh, wie gruselig. Zimmer wie dieses hier sollten dazu dienen, die Geister zu verwirren, sodass sie Lucy nicht so leicht finden würden. Ach so. Eines Morgens fand Hannibal hier eine erhängte Puppe, die ihm verdächtig ähnlich sah.
Es ist verboten, was? Auf das Deckenmobiliar zu steigen. Auf bitte das... treten Sie ins nächste Zimmer. Auf das Deckenmobiliar, ja, kann ich mir vorstellen, dass die Kinderchen sich da oben irgendwie hochgehangelt haben und... Da ist noch irgendein Fliegeding. Und da scheinen mir jetzt einige Sachen zu sein. Wo ist denn das Schlafzimmer? Wir wollen schon wieder schlafen, einmal ganz kurz nur. So, Freund oder Feind? Okay, gerne Protektron-Koch. Erstmal freundlich. Aber er hat uns ja noch nicht gesehen. Gunner eigentlich nicht so gut, oder? Entdeckt. Nö, der ist freundlich. Achtung, dies ist jetzt eine Gefechtszone. Es drohen was? Verletzungen bis hin zum Tod, wenn Sie in diesem Gebiet bleiben. Dieser Hinweis ist juristisch vorgeschrieben. Ist juristisch vorgeschrieben. Initiiere Suche nach feindlichem Ziel. Ja, die kommen hier nie rein. Die sind in ihrem Raum gefangen. Das ist ihr Fluch. Achtung, der Flüchtling sollte als bewaffnet und gefährlich betrachtet werden. Oder der Koch ist ein wenig langsam vielleicht. Nachdem Lucy Mäuse in die Suppe geworfen hatte. Lucy hatte ja außerdem erstmals versucht, ihre Eltern zu töten. Mit vergiftetem Nachtisch. Oh. Annabel war danach auf einen Gehstock angewiesen. Lucy lernte schnell, außerhalb der Reichweite des Stocks zu bleiben. Wir möchten Sie darum bitten, die Küchenlöffel nicht als Schwerter zu benutzen, um sich damit zu duellieren. Bitte treten Sie ins nächste Zimmer. Da wird dann aber dieser Geschützturm sein. Das ist ja total verstörend hier. Obwohl so viel, das ist ja alles, da oben ist schon wieder, das ist... Ach so, das ist die Tür da oben. Na gut. Aber was ist, wenn wir die Tafelmesser doch benutzen? Schwing, schwing. Nix. Nur die ist ja leicht zu entdecken, diese Falle. Wo ist der Trick dabei? Das war die eine Falle. Wo ist die andere? Linksrum geht's auch, aber das ist abgesperrt. Also gut. Ich höre schon, da ist nichts Gefährliches. Freund oder Feind? Feind, okay. Oh! Endlich Ruhe. Ist das das nächste Zimmer oder das Zimmer da unten? Na, keine Falle hier irgendwo? Nein, wir sind oben. Das Mädchen ist verschwunden. Okay, okay, okay. Achten Sie im Salon auch auf die Treppe, die ins Nirgendwo führt. Ein weiterer Versuch Mortishas, die bösen Geister zu verwirren, die von ihrer Tochter Besitz ergriffen hatten. Oh, es ist nicht gestattet, kleine Kinder über das Geländer zu halten.
Was soll das? Michael Jackson, oder? Wir sollen jetzt hier drüben also rein. Was ist das? Die Treppe übrigens, die ins Nirgendwo führt, soll das diese dort sein? Da? Die hier vorne können sie ja nicht gemeint haben. Die scheint jetzt nachträglich versperrt worden zu sein. Ja, die ins Nirgendwo führt. Also da drüben. An die Wand. Sind das Zigarren? Wer hat denn hier Zigarren dem Kind gegeben? Madame Scarlotta veranstaltete für Morticia in diesem Zimmer Seancen, um die bösen Geister aus Morticias Tochter zu treiben. Während der Seancen saß Lucy im Zimmer über diesem und klopfte an die Decke. Madame Scarlotta behauptete, dass das kleine Mädchen einmal versucht hatte, sie die Treppe hinunterzustoßen. Kein Grund zur Sorge. Die Wissenschaft hat gezeigt, dass es keine Geister gibt und dass Seancen nur Betrug sind. Nachdem das Grantchester Mystery Anwesen bei einer Auktion versteigert worden war, fand man hier Trickkerzen. Bitte treten Sie ins nächste Zimmer. Der hat geredet die ganze Zeit. Ich wollte sagen, warum lassen die jetzt Gas in den Raum hier? Ich hab das schon mitbekommen. Das sollte jetzt aber nur einen Schreck. Das ist ein Schreck! Das ist mal ein Schreck! Oh verdammt! Oh verdammt! Oh nein! Der explodiert doch gleich! Der explodiert! Ach, uah. Ja, das war knapp. Du hast ein Glück. Die Ordnung wird in Kürze wiederhergestellt. Sag bitte, haben Sie etwas geduld? Du Geist? Oh, die hinterlässt sogar Spuren irgendwie. Flüchtling versucht zu entkommen. Starte Verfolgung. Das Mädchen ist schon irgendwie ein bisschen gruselig, aber es bleibt strikt in ihrer Rolle. Feind ist entkommen. Sende Beschreibung an entsprechende Strafverfolgungsbehörden. Gut, dass wir hier unser Sturmgewehr dabei haben. Oh, da bin ich immer ganz beruhigt bei sowas. Haha, Kronkorken. 23 mehr bis jetzt die höchste Anzahl an Kronkorken jemals, die wir gefunden haben. Müde und hungrig sind wir. Essen können wir aber was. Oh, das hat nicht gereicht. Wo's? Köterkeule. Vorsicht, Fallen. Das war aber was mit dem Aggressodron. Das möchte ich aber nicht nochmal erleben, sowas. In diesem Zimmer sehen Sie die gesammelten Artefakte aus Lucy Grantchesters kurzem Leben auf dieser Erde. War das witzig? Nachbildungen der Gegenstände sind im Souvenirladen erhältlich. Welches Kind hätte nicht gerne ein Spielzeugausbeinmesser, wie es Lucy benutzt hat, um kleine Tiere zu häuten? Für Erwachsene sind voll funktionsfähige Nachbildungen vorrätig. Ja, genau. Wenn Sie sich umgesehen haben, treten Sie bitte ins nächste Zimmer. Genau, wer hätte nicht gerne so ein Häutungsmesser? Stimmt schon. Das wurde schon ausgelöst. Waren wir das? Es ist eine gruselige... Es ist nur ein Riss in der Wand. Psst. Nein, So, das wollte ich nur mal gesagt haben. Und nun? Überladen gleich. Zigaretten, ja klar. Das Kind, Zigarren, Zigaretten, alles für das Kind, nur das Beste.
Das ist noch so eine gruselige Treppe, die die Geister abhalten soll. Moment mal, die gefährlichen Fallen. Ein Safe dort. Wir müssen mal ganz kurz die Gruselstimmung ausschalten. Tut mir leid, liebe Welt, aber wir haben ja auch noch vielleicht irgendetwas zu entdecken hier für uns. Etwas Schönes? Eine Hälfte oder so. Ah, Geld zum Beispiel versteckt dort. Und eine Klingel, die hatten wir aber schon. Das wär's. 71 Korken, na das ist doch mal was. Viel tragen können wir aber auch nicht mehr. So, jetzt wird's wieder gruselig. Wir haben noch kein Bett gefunden, oder? Ich habe noch keins gesehen hier. Aha! Ich weiß, wer da gleich drin liegt. Weg! Der Geist hatte mich gefangen, ich konnte mich nicht bewegen. Ich habe die ganze Zeit nach hinten gedrückt, aber es war leider die falsche Taste. Es war die A-Taste und nicht die, was muss man nach hinten, die S-Taste. Oh Mann. Müssen wir da jetzt nochmal durch? Och nö, wir waren doch schon am Bett, wir haben das Bett schon gesehen. Ach, wisst ihr was? Wir machen das nochmal. Aber diesmal gehen wir etwas schneller vor. Da hätte ich ja jetzt nicht mit gerechnet, sowas Gruseliges. Ach, ganz schwitzige Hände habe ich. Nein, oh nein. Ich würde jetzt am liebsten erstmal eine Pause machen und schlafen gehen und alles vergessen um mich herum. Schnapp ihn dir! Lass dir nichts gefallen, du! Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht. Der kann doch nicht so jetzt wirklich einen Schuss vorhin und jetzt. Wir haben noch Kraft. Oh nein. Das läuft diesmal aber nicht so gut für uns, oder? Beim letzten Mal war besser. Na also. Munition gespart. Okay, bis zu dem Raum ist ja alles geritzt. Wir wissen ja jetzt, was da auf uns zukommt. Und wir gehen diesmal hier diesen Weg entlang. Ich habe da keine Lust auf die Stich. Oh ja, klar, wir haben wieder eine Infektion. Wir wurden ja auch infiziert von diesen Stechflügeln. Wo kamen diese Granaten auf einmal her? Und wieso haben wir uns so erschreckt davor? Das gibt's doch gar nicht. Mama mia. Kaum zu glauben. Gibt es hier im LKW nicht irgendwas? Oh, ist das alles Blutblatt hier? Nein, das ist alles radioaktiv. Schön radioaktiv alles. Wow. Das sah jetzt beim Zugucken vielleicht gar nicht so tragisch aus, aber ich weiß nicht. Ich bin da auch nicht so jemand für so Horrorsachen. Ich habe mir gerade, als ich da im Haus war, habe ich mir noch überlegt, ich habe da noch eine Sache, so ein Horrortitel noch irgendwie für nach The Evil Within, wenn ich das jemals schaffe. Das ist ja nicht gruselig, finde ich. Ach, diese Meyerlurks, die tanzen da schon wieder ihren Meyerlurk-Tanz. Ich habe eigentlich keine Lust, oder? Ja, und da habe ich mir gerade im Haus habe ich mir so überlegt, oh, das muss aber auch Spaß machen, diesen Titel zu machen demnächst. Aber, naja, lassen wir die Meyerlurks mal. Aber dann ist das ausgerechnet passiert. Uhu, entdeckt! Ja, wunderbar. Kommen Sie, Tickets bitte.
Ich bin ein Mitarbeiter. Ich komme umsonst rein. Viel Spaß bei Ihrem Besuch im Grinchester Mystery Anwesen. Es ist verboten, die animatronischen Modelle zu treten oder zu besprühen. Wieso hat deine Lucy ihre Eltern auf so Ach so, ja gut. Ja, was nicht witzig wird mit dem Aggressotron wieder, wenn das überhaupt einer ist. Wir müssen da jetzt mal drauf achten, wie der wirklich heißt. Ach, wir nehmen das, wenn wir rausgehen, nehmen wir das. Tage gültig. Kotokot. Die Geschichte des Grinchester Mystery Anwesens beginnt mit Morticia und Hannibal Grinchester. Morticia war bei der Geburt ihres einzigen Kindes, Lucy, fast gestorben. Hannibal wollte nie ein Kind und hasst das junge Mädchen, das ihn fast seine Frau gekostet hatte. Bitte treten Sie ins nächste Zimmer. Wer hat hier Schubsen oder drängeln. Solches Verhalten führt zu sofortigem Hausverbot im Grinchester Mystery Anwesen. Was war mit dieser blutigen Hand da oben nochmal? Gab's da nicht auch was? Ich glaube, ich verwechsel das jetzt irgendwo mit anders. Mit was anderem meine ich. Also die blutige Wand unter dem Bild dort an der Wand. Nicht, dass das aufgeht, wir da runtergehen müssen und dann erwarten uns hier die Minen und wir denken dann gar nicht mehr dran. Egal, komm. Jetzt hier nicht durchgehen, langsam mal. Das kennen wir ja alles. Ist ja jetzt nicht mehr so. Oder wir haben ja nicht alles uns behalten. Als Kind war Lucy sehr schwierig. Nicht zuletzt, weil ihre Eltern schon älter waren. In diesem Raum las ja ihre Mutter Geschichten von Shirley und King vor. Und sie erzählte ihr von den Borgias. Da Lucy keine wirklichen Freunde hatte, fing sie kleine Tiere, um mit ihnen zu spielen. Ihre Häute wurden später unter den Möbeln gefunden, von Lucy dort festgenagelt. Gästen ist es nicht gestattet, Gegenstände als Souvenirs mitzunehmen. Bitte treten Sie ins nächste Zimmer. Okay, ich wollte mal gucken, ob die Tierhäute noch irgendwo sind, aber das sind wahrscheinlich alles hier Tierhäute, oder? Unter den Möbeln Tierhäute festgenagelt. Wollen wir hier sitzen? Fernsehen? Ja, ja, okay, wir gehen schon ins nächste Zimmer. Das ist ja alles noch hier erträglich. Was haben wir hier ausgelöst, damit die Flammen angehen eigentlich? Ich sehe nichts, was man auslösen könnte hier. Morticia war schon bald überzeugt davon, dass ihre Tochter besessen sein würde. Ja, auch noch. Nur siehst du daran, dass ich gar nicht mehr aus dem Leib prügeln könne. Morticia klagte jeden Morgen über geisterhafte Kälte, die sie in diesem Gang überkam. Auf Anraten. Oh, hoppla. Überredete sie Hannibal, Kamine einzubauen. Die Geister zu verteilen. Nee, ne? Ich wollte eigentlich hin und den ausschalten jetzt. Aber irgendwie sieht es jetzt nur noch rot aus hier. Jetzt weiß ich nicht, ob wir ihn zur Explosion bringen oder irgendwas anderes. Anstacheln? Nur so, wir sind sowieso. Ach. Ach, so ein Blödsinn. Beim ersten Mal war der gar nicht so schwer. Ich hab den nur nicht gesehen jetzt in den Flammen. Ausreden. Nichts als Ausreden.
Also gut, einen Versuch haben wir noch. Diesmal geben wir uns aber ein bisschen mehr Mühe. Ja, ich würde ja gerne schneller durchlaufen, aber die Türen sind ja mal verschlossen. Man muss das schon über sich ergehen lassen dann nochmal. Oder so einen Schlafsack mitnehmen, zusammenrollen und mitnehmen. Ach, Lucrezia, du kannst so viel tragen. Warum nimmst du nicht mal so einen Schlafsack mit einfach? Schlafsack mitnehmen? Oh, wieso sind wir jetzt auf einmal krank? Ach so, das ist diese Infektion. Ach so, weil wir da geschlafen haben in dem Schlafsack. Ich verstehe, ja, ja, das ist schon, alles ist gut. Nur das Blutblatt nehmen wir beim nächsten Mal mit. Was jetzt? Rechnen wir echt damit nochmal? Beim ersten Mal sind wir doch ziemlich weit gekommen. Aber ich sag ja, das ist das Seltsame. Das scheint immer, von Mal zu Mal scheint es immer schwieriger zu werden. Ja, der greift auch schon viel eher an diesmal. Und wir treffen ihn nicht mal. Aber. Na, wo sind die Kronkorken gelandet? Ah. Sehr schön. Oh. Nochmal da rein. Stichflüger haben wir schon, den Verfolger. Na, bevor die uns zu nahe kommen. Genau so sieht sie mich aus. Jetzt wisst ihr Bescheid. Haben wir weniger Munition als vorher beim letzten Mal? Huhuhu. Ja, ach. Komm. Ich bin ein Mitarbeiter. Ich komme umsonst rein. Viel Spaß bei Ihrem Besuch im Grinchester Mystery Anwesen. Es ist verboten, die animatronischen Modelle zu treten oder zu besprühen. Wieso hat die kleine Lucy ihre Eltern auf so grausame Weise ermordet? Das ist ein Vielleicht in der Garage liegt noch irgendwie ein Schlafsack. Das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. So weit weg ist das ja auch nicht. Aber wenn wir das jetzt nochmal 20 Mal machen müssen, oh Mama Mia. Die Geschichte des Grinchester Mystery anwesend. Ach so, der redet gar nicht weiter? Wie geht mit Lottie? Nein. Ich dachte, der redet weiter, wenn wir im Pip-Boy sind. Aber na, irgendwie bleibt doch dann immer alles stehen. Bis auf das Radio. Das Radio geht. Das läuft weiter. Und Hannibal Grinchester. Das Mädchen ist... Morticia war bei der Geburt ihres einzigen Kindes, Lucy, fast gestorben. Hannibal wollte nie ein Kind und hasst das junge Mädchen, das ihn fast seine Frau gekostet hatte. Bitte treten Sie ins nächste Zimmer. Nicht schubsen oder drängeln. Solches Verhalten führt zu Sucht. Als Kind war Lucy sehr schwierig. Nicht zuletzt, weil ihre Eltern schon älter waren. In diesem Raum las ja ihre Mutter Geschichten von Shelley und King vor. Und sie erzählte ihr von den Borgias. Da Lucy keine wirklichen Freunde hatte, fing sie kleine Tiere, um mit ihnen zu spielen. Ihre Häute wurden später unter den Möbeln gefunden. Von Lucy dort festgenagelt. Gästen ist es nicht gestattet, Gegenstände als Morticia war schon bald überzeugt davon, dass ihre Tochter besessen sein musste. Hannibal war sich sicher, also, dass er ihr das Böse aus dem Leib prügeln könne. Morticia klagte jeden Morgen über geisterhafte Kälte, die sie in diesem Gang überkam. Auf Anraten ihres Mediums überredete sie Hannibal, Kamine einzubauen, um die Geister zu vertreiben. Sind es Tierhäute? Wir übernehmen keine Haftung für Verletzungen,
die beim Versuch entstehen, in eine der Kamine zu klettern. Bitte treten Sie ins nächste Zimmer. Ja, ja, aber was ist mit der Falle hier unten? Die ist gar nicht mehr. Mortishas Medium war sich sicher, dass Lucy zu retten war, wenn nur ihre bösen Geister ausgetrieben würden. Zimmer wie dieses hier sollten dazu dienen, die Geister zu verwirren, sodass sie Lucy nicht so leicht finden würden. Eines Morgens fand Hannibal hier eine erhängte Puppe, die ihm verdächtig ähnlich sah. Hm. Es ist verboten, auf das Deckenmobiliar zu steigen. Bitte treten Sie ins nächste Zimmer. Hannibals Lieblingsköchin kündigte, nachdem Lucy Mäuse in die Suppe geworfen hatte. Lucy hatte ja außerdem erstmals versucht, ihre Eltern zu töten. Mit vergiftetem Nachtisch. Hannibal war danach auf einen Gehstock angewiesen. Lucy lernte schnell, außerhalb der Reichweite des Stocks zu bleiben. Wir möchten Sie darum bitten, die Küchenlöffel nicht als Schwerter zu benutzen, um sich damit zu duellieren. Bitte treten Sie ins nächste Zimmer. Also irgendwie das Gebäude an sich ist schon gruselig. Also so hier mit den Decken, hier so hoch, da so schräg, irgendwie ist das gruselig. Finde ich. Das ist alles noch zu einfach hier. Und dann kommt auf einmal der Terminator. Achten Sie im Salon auch auf die Treppe, die ins Nirgendwo führt. Mhm. Ein weiterer Versuch Mortishas, die bösen Geister zu verwirren, die von ihrer Tochter Besitz ergriffen hatten. Es ist nicht gestattet, kleine Kinder über das Geländer zu halten. Nochmal, hier hat es wohl jemand getan. Das Geländer ist zerbrochen. Warum sollte man hier kleine Kinder über das Geländer halten wollen? Madame Scarlotta veranstaltete für Mortisha in diesem Zimmer Seancen, um die bösen Geister aus Mortishas Tochter zu treiben. Während der Seancen saß Lucy im Zimmer über diesem und klopfte an die Decke. Madame Scarlotta behauptete, dass das kleine Mädchen einmal versucht hatte, sie die Treppe hinunterzustoßen. Kein Grund zur Sorge. Die Wissenschaft hat gezeigt, dass es keine Geister gibt und dass Seancen nur Betrug sind. Nachdem das Grandchester Mystery Anwesen bei einer Auktion versteigert worden war, fand man hier Trickkerzen. Bitte treten Sie ins nächste Zimmer. In diesem Zimmer sehen Sie die gesammelten Artefakte aus Lucy Grandchesters kurzem Leben auf dieser Erde. Unsichtbar! Nachbildungen der Gegenstände sind im Souvenirladen erhältlich. Und falls er jetzt doch noch explodiert. Welches Kind hätte nicht gerne ein Spielzeugausbeinmesser, wie es Lucy benutzt hat, um kleine Tiere zu häuten? Ein Spielzeugausbeinmesser? Für Erwachsene sind voll funktionsfähige Nachbildungen vorrätig. Wenn Sie sich umgesehen haben, treten Sie bitte ins nächste Zimmer. Uah, nein! Ich wollte das doch entschärfen. Ah, oh, wir waren schnell genug, wir haben es noch geschafft. Ja, seht ihr, liebe Welt, so so kann man es auch machen. Ah, wir haben mehr Munition diesmal. Das Bett, was war denn hier nochmal? Ach so, da kamen die Granaten auf einmal angeflogen. Ah, wieso haben wir die denn gerade nicht gesehen? Die sieht man doch total. Aber wir kommen nicht dran. Ja, das sind aber auch viele. Ja, toll, was machen wir jetzt? Ich glaube nicht. Ja, das hätten wir eine gute Idee. Aber wir waren zu nah, leider.
Leider zu nah dran gewesen. Ja, die hätte man jetzt bestimmt auch, wenn man die schon sieht, hätte man die bestimmt auch einsammeln können. Wir warten lieber ein bisschen, trinken noch ein Wässerchen. Okay. Da hätte man sich so schön hier an der Treppe hinten hier so hinstellen können und dann wäre einem wahrscheinlich gar nichts passiert. Oh, der Safe. Müssen wir den öffnen? Moment. Na, okay. Machen wir den erstmal auf. Aha! Die Öffnung ist jetzt an einer anderen Stelle. Ja. Moment, wollte ich sagen. Was war denn... Ich habe hier Tafelmesser, habe ich gesehen. Ach so. Ja, wenn man einmal durch ist, dann ist es ja auch bestimmt nicht mehr. Hey, nein, nicht schon wieder. War, der seltsamerweise in seinem Schuh steckte, ging er in Lucys Zimmer, um sie zu bestrafen. Nein. Wir werden nie genau erfahren, was passiert ist. Aber er wurde mit einer Schere im Auge gefunden, die bis in sein Gehirn vorgedrungen war. Lucy behauptete, sie hätte die Schere in die Hand genommen, um sich zu schützen, weil ihr Vater ihr mit dem Gehstock gedroht hatte. Sie sagte aus, er sei gestolpert und in die Schere gefallen. Als sie gefragt wurde, wieso seine Finger abgeschnitten waren, antwortete Lucy, er sollte den Gehstock nicht mehr halten können. Lucys Mutter wurde tot im Schlafzimmer der Eltern gefunden, mit einer Stoffpuppe im Mund. An ihren Handgelenken waren Verbrennungen durch ein Seil zu erkennen, aber es wurde nie ein Seil gefunden. Lucy behauptete steif und fest, dass die Puppe die Tat begangen habe, weil Morticia ihr keinen Gute-Nacht-Kuss geben wollte. Egal. Lucy wurde in eine Nervenheilanstalt eingewiesen. An ihrem 18. Geburtstag konnte sie aus der Einrichtung... Fliehen wollte er sagen, oder? Oder fliegen? Geschafft. 9 Tage später wurde sie erhängt auf dem Dachboden gefunden. Sie hatte offenbar Selbstmord begangen. Bitte treten Sie ins nächste Zimmer. Wehe, ihr habt da nochmal Granaten oder so. Ach, die Tafel. Och, da haben wir uns aber um einen Spaß jetzt gebracht. Hier auf die Tafeln habe ich gar nicht geachtet. Nach den grauenhaften Morden an Lucys Eltern beschlagnahmte die Polizei Dutzende Objekte aus diesem Raum, darunter verschiedene Messer, behelfsmäßige Waffen, Tierknochen und giftige Substanzen. Am seltsamsten war ein in einer Art Code verfasstes Tagebuch, das nie entziffert werden konnte. Leider liegen diese Gegenstände bis zum heutigen Tage in den Asservatenschränken der Polizei. Ausgang, das hört sich schon mal gut an. Da ist nämlich ein Buch hier, aber das ist ein verbranntes Buch. Haarbürste. Na gut. Ha, was soll passieren, das ist hier schon der Ausgang. Wow, du, Zacharia. Ja, das hätte ich mal vorher wissen müssen, dass du hier bist. Der nimmt ja gar keinen Schaden. Was ist mit dem los? Moment. Wenn du keinen Schaden nimmst, ja? Das Spiel spiele ich jetzt mal nicht mit, so. Ich will doch nicht wieder vor. Ach so, wir haben ja jetzt hier gespeichert. Oh Mann. Wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann heißt es wieder, guck mal da, alle Drogen genommen und der schafft es trotzdem nicht. Ja. Siehst du wohl. Doch geschafft. Was auch immer mit diesem Zacharia war, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, aber er hat den Schlüssel zum Grandchester Anwesen. Den hat er wenigstens. Außerdem hat er noch Lego anbissen und ein bisschen Munition. Wir haben aber mehr verschossen, als wir von ihm jetzt kriegen. Wenn wir alles nehmen, sind wir doch wieder überladen hier.
Tja, das mache ich doch nicht nochmal mit. Ich gehe hier sofort nochmal ein Stündchen pofen. Aha. Ich verstehe. Hier ist auf jeden Fall der Ausgang. Da sind noch so viele Räume hier in dem Haus zu durchsuchen. Nuka Punch Rezept. Ja. Oh yeah. Ja, so leid es mir tut, die Folge, bevor wir hier das Grandchester Terminal durchsuchen, die Folge ist am Ende. Wir werden uns wohl in der nächsten Folge dann also hier nochmal beschäftigen mit, es wird sowieso ein wenig dauern, hier alles zu durchsuchen. Und von daher bedanke ich mich an dieser Stelle für euer Zusehen. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!